was letzte Folge geschah. Ach, schaut mal, das ist nur eine Brücke. Könnt ihr mit mir... Könnt ihr mir helfen? Ey, ey, Moment, Moment! Oh, 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 okay, Freunde, rennen! Oh, was explodiert hier? Ich höre deren Schritte. Oh nein, oh nein. Ich schau hier kurz mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie laufen weiter, sie laufen weiter. Ja! Was? Oh Gott, da läuft einer. Ich hoffe, er hat uns nicht gesehen. Er hat uns hoffentlich nicht gesehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich stell den einfach die Truhe hier hin. Buch da rein. Und weg hier. Und... Habe ich da was gehört? Oh ja, da war wieder was, da war wieder was. Da war wieder ein Geräusch. Oh nein. Weg, 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 weg. Okay, Leute, pst. Ich verstecke mich hier schnell. Ich verstecke mich hier schnell. So. Vielleicht kommt da ja jetzt sogar schon jemand. Vielleicht kommt da ja schon jemand. Ich muss ganz leise sein. Ich muss ganz leise sein. Wo ist die Truhe? Da vorne. Da vorne dürfte die Truhe sein. Ich sehe jetzt da direkt noch nichts. Da vorne. Doch, doch, da bewegt sich da was. Da bewegt sich tatsächlich was. Da! Da ist einer, da ist einer. Er ist an der Truhe dran, er ist an der Truhe dran. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Anscheinend haben wir da einen Magier direkt vor uns. Und da liest sich gerade unser Buch durch. Oh Gott, was er sich wohl gerade denkt. Nein, ich sollte vielleicht besser von hier weg. Ich sollte vielleicht besser von hier weg. Oder soll ich aus meinem Versteck rauskommen? Soll ich aus meinem Versteck rauskommen? Hallo? Nein, ich kann nichts sagen, ich kann nichts sagen. Bist du noch da? Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will dir nichts tun. Das ist ja schon mal gut, das ist schon mal gut. Oh Mann, was soll ich denn jetzt nur machen? Er kommt, glaube ich. Oh Gott, er kommt in unsere Richtung, er kommt in unsere Richtung. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein. Ich gehe jetzt hier nicht weg, ich gehe jetzt hier nicht weg. Er hat ja gesagt, er will uns nichts tun. Hallo, hey, hallo, ich bin Gomme, ich habe das Buch verfasst. Ich habe das Buch verfasst. Ich möchte Ihnen auch nichts tun. Ich kann versuchen, dir zu helfen. Ja, wie denn am besten? Ich wurde heute gejagt und ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle aus dem Dorf mich töten wollen. Kannst du mir irgendwie da beistehen, irgendwie mir einen Tipp geben, was ich machen muss? Ich habe gehört, dass du aus der Lebenstadt kommst. Ja, richtig, richtig. Ich komme aus der Lebenstadt und bin halt hier mit dem Schiff gekentert, denn unsere Lebenstadt wurde irgendwie angegriffen. Und ich weiß selber nicht mehr genau, was da vorgefallen ist. Ich weiß nur noch, wir wurden angegriffen, ich konnte mich noch auf dem Schiff retten und dann durch ein Unwetter, ja. Na gut, ich gebe dir einen Trank, welcher dich unsichtbar macht. Oh, das wäre super. Das ist schon mal super, das ist schon mal super, wirklich. Ich freue mich darüber total. Ich bin, wie gesagt, ich bin hier mit guten Absichten. Ich möchte nur am liebsten Hilfe. Ich möchte auch gar nichts irgendwie groß annehmen. Und ja. Ich weiß nicht, wie sie dich aufnehmen würden. Darf ich mich denn irgendwie mal umschauen? In der Stadt? Oder dürfen mich die anderen noch nicht sehen? Unsichtbarkeitstrank. Dankeschön. Soll ich den trinken? Oder... Okay. Ich trinke ihn jetzt einfach, wenn da Gift drin ist. Du hast einen Tag Zeit. Dankeschön. Danke, danke, danke. Meine Rüstung. Stimmt, natürlich. Weg damit. Weg damit. Super. Kannst du mir zeigen, wo ich jetzt in die Stadt am besten komme? Okay. Ja, ich folge dir, ich folge dir. So, dann folgen wir ihm mal. Mann, ich bin wirklich froh, dass wir Hilfe bekommen. Au, 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 au. So, weg damit. Mann, das war wirklich eine gute Entscheidung, dass wir da bei dem Baum geblieben sind. Ich höre schon wieder Vögel hier. Oh, wie schön das doch hier überall ist. Wie schön das hier doch wirklich überall ist. Hühner sehe ich hier. Die Häuser sind richtig schön gebaut. Es ist einfach wirklich harmonisch hier. Das ist ein totaler Kontrast zur Lebenstadt. Es ist ganz anders hier. Und schaut mal, ich glaube, da habe ich gerade jemanden gesehen, aber alle können mich nicht sehen. Sie können mich nicht sehen. Magier. Und da ist ein Hund. Da ist ein Hund. Mein Haus. Okay, ich folge dir einfach mal. Ich folge dir. Das sieht aber schick aus hier. Meine Güte. Das ist ja super. Das sieht echt toll aus. Darf ich mich mal umschauen hier im Haus? Schaue dich ruhig in der gesamten Stadt um. Okay, das mache ich. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Das Haus hier sieht wirklich toll aus. Wow.
Wow, wow, wow. Aber nutzen wir jetzt einfach mal. Ich habe ja gar nicht mal so viel Zeit. Ach, schaut mal hier. Und er kann uns nicht sehen, er kann uns nicht sehen. Niemand kann uns sehen. Das ist also das Dorf, was wir aus der Ferne gesehen haben. Meine Güte, dieses Dorf strahlt Harmonie pur aus. Hier ein großer, großer See. Oh, hier Enten. Das ist ja einfach nur toll. Das ist einfach nur toll. Mal schauen. Oh, hier laufen direkt einem andere über den Weg. Das ist richtig belebt hier überall. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, auf so einer Insel, dass hier dann doch so ein Dorf irgendwie sich befindet mit so vielen Einwohnern. Und sie wirken alle ganz nett. Der Magier gerade, der kam uns ja entgegen und hat uns geholfen. Ich kann es gar nicht fassen. Tja, die Magier waren halt schon immer ein wenig anders. Was haben wir hier? Irgendwie so ein... Das sieht aus wie so ein Verteidigungsturm. Und das ist die ganze Stadtmauer. Ich gehe hier mal auf den Hügel, dann können wir mal... Diese Stadt ist es ja schon bald. Mal überblicken. Wow, das sieht wirklich toll aus. Das sieht richtig schön hier aus. Und da wieder der große Baum. Da vorne irgendwo wird dann wahrscheinlich diese Brücke sein, wo wir schon einmal waren. Tja, ich gehe jetzt aber nochmal zurück zum Magier und werde ihn mal ein wenig fragen, glaube ich, was ich denn mal am besten jetzt als nächstes tun sollte, denn die anderen Dorfbewohner sind, glaube ich, noch nicht so richtig auf unserer Seite und da sollte ich auf jeden Fall jetzt nochmal zum Magier und ihn fragen, was ich denn am besten tun sollte als nächstes. Und auch, oh stimmt, Mauzi. Mauzi ist natürlich auch noch gut zu wissen. Wo sie denn überhaupt steckt, was mit Mauzi passiert ist. Boah, okay. Okay, ich weiß jetzt, wie das Dorf aufgebaut ist. So, das war der Magier. Es fängt auch gerade mit Regnen an. Dann komme ich mal eben hier rein. Hallo? Ich bin zurück. Darf ich reinkommen? Okay. Darf ich mich setzen? Ich hätte noch ein paar Fragen. Ich setze mich einfach. Also, erstmal vielen Dank, oha, draußen ist aber gerade Unwetter angesagt. Vielen Dank, dass ich hier aufgenommen wurde gerade von dir. Vielen, vielen Dank dafür erstmal. Das hat mir enorm weitergeholfen, jetzt überhaupt zu wissen, dass, wie das Dorf hier aussieht, mit wem ich es denn hier so zu tun habe. Aber jetzt erstmal meine Frage, weißt du, was mit Mauzi passiert ist, meiner Katze von meinem Schiff? Ich hatte Mauzi da zurücklassen müssen. Ich wollte sie sofort wiederholen, aber als ich wiederkam, habe ich nur diese Schilder gelesen und das Buch, dass ich aufpassen muss. Sie wurde von den restlichen Dorfbewohnern in Sicherheit gebracht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ihr seid doch wahrscheinlich ein ziemlich tierfreundliches Dorf, oder? Das habe ich schon die ganze Zeit gedacht. Ja, wir leben hier schon sehr lange mit der Natur im Einklang. Habe ich mir schon gedacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die anderen Dorfbewohner wirklich mir den Tod wollen und ich bin jetzt wirklich so an dem Punkt angelangt, wo ich mich frage, was ich da noch tun kann. Ich bin total überrascht, dass ich jetzt hier mit einem Kontakt habe und du mir auch direkt hier geholfen hast. Dafür vielen, vielen Dank. Aber kannst du mir sagen, was ich tun muss, damit die anderen Dorfbewohner mich auch anerkennen? Denn ich möchte am liebsten euch auch helfen, ich bin zu allem bereit. Du musst versuchen, die anderen Dorfbewohner zu besänftigen. Und wie kann ich das? Gehört, dass unsere Insel beeindruckende Muschelvorkommen besitzt. Ah, okay, ja. Und wo befinden sich diese Muschelvorkommen? Kann ich da irgendwie helfen? In unseren Seen und vor den Küsten. So kannst du dir deine Katze zurückgewinnen und die anderen besänftigen. Und das soll ich jetzt wirklich tun? Soll ich versuchen, diese Muscheln zu holen? Okay, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Danke, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Hast du zufällig für mich noch einen Unsichtbarkeitstrank? Super, dankeschön. Ich werde das probieren. Vielen, vielen Dank für die Tipps. Und ich komme wieder. So, okay. Hallo Merlin. So, ich esse mal eben den Happen. Dann, wir haben den See ja schon gesehen. Dann gehe ich da mal eben nochmal kurz gucken. Was sind das dann? Nee, das sind irgendwelche Eier. Oh, sind das schon die Muscheln? Nee. Okay.
Dann schaue ich mal, ob ich hier ein paar Muscheln finde. Okay, im Tauchen kenne ich mich ja aus. Das geht da ganz schön tief runter. Das geht da ganz, 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 ganz tief runter. Und nochmal. Ich muss erstmal an Land. Ich muss an Land. Ich muss an Land. Ah. Ah. Tat das weh. Aua, aua. Ich hab Wasser. Ich hab mich total an Wasser verschluckt. Das Wasser. Ah. Aua. Aber ich hab 3 Muscheln gefunden. 3 Muscheln habe ich gefunden. Okay, dann versuche ich sie mal zu den Dorfbewohnern zu bringen. Hallo? Kann mich jemand hören? Hallo? Hallo? Hallo, du da? Ja, stopp, 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 bleib stehen. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Entschuldigung, ich möchte dir nichts Böses. Ja, du, bleib stehen. Hallo, hallo, ich bin Gomme. Schau mal, was ich hier habe.